Jetzt kommen wir zum nächsten Akt. Oh nein, ich gucke auf meine Karte und schon wieder meine Tante aus Bremen. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ich bin hier. Ah, wo? Hier. Okay. Ach Junge, ich komm schon. Nee. Ich gehe mal wieder, ne? Sag mal, kannst du eigentlich auch sowas mit so einem Reifen? Nee. Das würde die Chancen auf so ein Erbe erheblich erhöhen. Ich kann das doch. Das von dem Roboter, das war doch wunderschön, ne? Oh ja. Nee, das ist ja doch gut. Du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal was probieren. Ne? Nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr. Kannst ja erst mal mit Stützrädern machen. Ich geh mal, mach's das gut, Junge. Meine Tante, du hast so eine schöne Stimme, das geht runter wie Öl. Ja, ja, kleiner Applaus für die Tantchen. Kommt die Kugel auf. Was? Sie haben, ich schon fertig, kann schon losgehen. Haben Sie eigentlich meine Ranunkeln bewundert? Habe ich das sein jetzt? Habe ich schon viermal im Kleingartenwettbewerb mitgewonnen. Im Buxtehude. Die kann man so über den Tisch ziehen, da, die haben keine Ahnung. Ja, das stimmt. Nur so nebenbei. Ja, das stimmt. Das ist nämlich auch so eine armselige Gemeinde wie hier. Was? Das lassen Sie sich nicht gefallen. Ja, aber schön, jetzt kommen Emotionen auf. Ja, selbst der Bürgermeister will plötzlich aufstehen. Ja. Ach, kommst noch hoch, guck hier, brauchst nur die Beine durchdrücken, dann kommt der Oberkörper automatisch hoch. Geht sofort weiter, ich habe eine schöne Idee. Aber Frieden, ich muss dich noch was fragen. Ich habe immer gesehen, du hattest so schöne Haare, jetzt wärst du auch überwachsen, hat das einen Grund? Geh mir nachher mal vorbei, Jungs, ich hätte dir eure Zukunft. So, kommen Sie, hatten irgendwas vor? Ich hatte was vor, eine ganz schöne Idee, ich habe in der Pause was ausgetüffelt. Frau Luise, Sie waren leider nicht dabei, aber Sie erfahren es ja jetzt. Kommen Sie, Sie gehen da auf die Seite, laufen los, werfen sich hin. Diese Trampolinspringer, die haben mich einfach inspiriert. Ja, Sie laufen los, werfen sich in die Luft. Ich liege hier, ich mache die Matte, ich fange Sie, wenn Sie hier runterkommen. Ich versuche es zumindest, ja. Ich werfe mich in die Luft und er versucht mich zu fangen. Egal, ich probiere das einfach. Man muss sich auch mal was gönnen, ne? Das stimmt. Wollen Sie mitmachen und tippt? Hier liegen Sie einfach vor die Kopfhörer. Ist das ganz in der Kraft, ne? Nee, stopp mal, hören Sie mal auf. So, kommen Sie mal runter. Herr Kurt, was ist denn los? Nee. Das hatte ich mir ganz anders Herr Kurt, das solltest du reden. Herr Kurt, Sie können mich doch nicht so liegen lassen. Nur mal los. Ja, auf einmal sind die Fotografen wieder da, wa? Die kommen so hoch, das muss doch nicht sein, ey. Das macht er dann mit seiner Mutter, wenn die aus dem Bett läuft. Da unten das Licht, mach doch mal Ja, das stimmt, aber der wird immer schlecht dabei. Was denn da oben? Ja, guck mal, die haben so schöne Lichter da, jetzt wunderbar. Ja, habt ihr doch auch bezahlt, da können wir sie anmachen, Mensch. So, oder habt ihr wieder die Stromrechnung nicht bezahlt? Ach ja, gut, das interessiert auch gar nicht. So, Frau Luise, wir machen das so. Zack, ich nehme den Ring. Sie kommen wieder von da. Das war echt total klasse. Aber lassen Sie das mit der Höhe, das hat keinen Sinn. Und dann springen Sie hier mit dem Kopf zuerst durch. Was? Was soll ich? Ja, den Rest des Körpers bringen Sie einfach mit. Mach das schon mal überschaubarer, ne? Ich liege hier wieder, das kennt ihr schon, aber jetzt kommt was Neues, das habt ihr noch nicht gesehen. Ich fange die Luise ohne Hände. Was, Sie liegen da und fangen mich ohne Hände? Junge. Wissen Sie überhaupt, wie es gehen soll? Nicht genau, aber... Sehen Sie? Haben Sie eine Vorstellung, was ich machen soll? Ich soll hier so eine Art Seemannskörper durchmachen, hier die Nase. Ich weiß nicht, ob Sie den Knick sehen können, das ist eine gebrauchte Bühnennase von der Barbara Streisand. Gebraucht, aber schweineteuer noch. Ne? Und die Popel waren sogar noch drin. Ne? Das war ekelig. Bitte. Ne.
Du guckst so skeptisch schon wieder. Glaubst du, dass es geschwindelt? Hier, ich kann das beweisen. Guck, alles, was ich hatte, habe ich ausgegeben. Da ist nichts übergeblieben. Hören Sie auf zu jammern. Wir haben es denn auch irgendwie bezahlt, ne? Was heißt, wir haben es bezahlt? Ist ja wohl aus meinem, wa? Was? Ach, aber wenn das keinen interessiert hier. Der hat so eine Teflon-Arschbacke. Das ist nix. Die gab's bei Chivo letzte Woche in Bremen, ne? Die haben ja gute Sachen. Kannst ja blind kaufen, ne? Muss ja auch nicht sein. Ja, jetzt haben sie gedacht, jetzt haben wir was gemeinsam, ne? Ja, wir hören mal, bei Ihnen ist auch immer Apple in der Kasse, ne? Oder nicht? Egal, Sie gehen in Position, jetzt geht's sofort los. Ich möchte nur, ich habe auch so handwerkliche Ambitionen und ich habe was gebastelt. Gucken Sie mal, ob es Ihnen gefällt. Ist es nicht schön geworden? Was soll denn? Jetzt bin ich aber platt. Wie soll ich denn da durchkommen? Haben Sie das mal überlegt? Wieso, wo ist denn das Problem? Ich habe doch extra zwei Löcher gelassen. Wenn man berühmt werden will, dann muss man durch eine Hand durch. Nicht? Ich mache das einfach, Herr Kurt. Ich, Sie sind nette Leute. Das mache ich jetzt. So ist genau. Ja, ja. Stopp. Ist schon richtig im Ansatz. Ja, aber eine Ausführung hat nur ein bisschen gehapert. Deshalb, Sie folgen mal einfach meinem Rhythmus. Ja, und auf geht's. Und hopp. Ja, stopp. Sie müssen auf mich achten. Hallo, was ist denn los? Da in der zweiten Reihe. Wenn Sie die Hände aus den Taschen nehmen, dann tut's nicht so weh beim Klatschen. Ne? Der guckt so gnaddelig die ganze Zeit. Sie sind nicht von hier, Sie sind Landei, ne? Jetzt ist gut, lassen Sie den Kerl doch in Ruhe, der kann ja nichts dafür. Du mach wie du willst, ist egal, wenn was passiert, sagst Bescheid, ich habe Ersatz dabei, ne? Das ist aber nett, dass Sie daran gedacht haben. Ja, ein bisschen Männer. Jetzt muss aber losgehen. Ja. So, und hopp, lauter! Ja! Schneller! Oh, jetzt muss sie das machen, ja? Bitte! Ja! Die Schwimme im Glück! Ja! Das erste Mal, dass das geklappt hat! Zur Feier des Tages zeigen Sie den Leuten auch Rückenschwimmen. Nee, da läuft mir Wasser in die Tasche. Scheiß drauf. Oh nee, Herr Kurt. Hier, und jetzt Wasserballon. Was? Was meinen Sie doch? Nee, da glotzen wir wieder alle so hin. Ist egal, Wasserballon. Meinen Sie sowas? Nein, nicht so eine Kaulquappe. Machen Sie was mit Niveau. Ich kann was aus dem Fernsehen, gucken Sie mal. Flipper. Ein ganz großes Kino. Hab ich gedoubelt damals. Ja, da riecht man noch. Oh Gott! Was machen Sie denn da? Tasche! Gesundheit! Ich glaube, ich habe da eben einen Stichling gesehen. Ja, das Wasser, das vergrößert ja. Ne? Das ist so ein Bananenwitz, der reicht beim Kunden. Ne? Herr Kurt, mir ist ganz prima ran zumute. Können Sie mir was zu sitzen anbieten? Klar, hier. Oh, das ist ja cool. Yo. Ich hab das von MTV, ne? Man muss ja für die jungen Leute auch was anbieten, ne? Aber ich kann auch was Klassisches. Herr Kurt, sterben noch Schwan. Ah, klassisch, für die ältere yo. Generation. Schon fast tot, ne? Ja, man riecht es immer noch. Was? Geben Sie mal die Puschen runter, ich kann auch was hier. Fliegender Wattwurm, auf geht's. Jo! Oh! Haben Sie das gesehen? Das ist die Emily von Rolls Royce. Das ist mein Entwurf. Oh! Oh! Und hopp! Und Auswurf. Oh, ja! Es hat geklappt! Ich höre gar nichts von euch. Jo! Ja! Was mit der Seite? Mensch! Jetzt läuft es richtig gut. Mensch, Timo, wo hast du die Leute?
alleine her. Das ist ja wunderbar. Herrlich. Herr Kuhl. Ja. Und jetzt fühle ich mich irgendwie inspiriert. Ja. Jetzt machen wir vielleicht. Was denn? Soll ich was Ruhiges machen? So. Das würde gehen. Ist ja schön hier, ne? Okay. Ja. Vielleicht kommen Sie mal einmal mit. Sie gucken immer so nett zu mir her. Darf ich Ihren Namen fragen? Reimer? Reimann. Das klingt wie so ein Waschmittel. Ach so, wunderbar, Reimann. Das ist alles gut. Hatten deine Eltern nicht genug Geld für einen richtigen Namen, oder? Also, es geht um Folgendes. Komm, wir gehen ein bisschen ins Licht, das ist viel hübscher. Hier, so, ich habe ein neues Hobby. Ich definiere so ein Kulturdenkmäler neu, ne? Und da habe ich mir gedacht, hier in Möll würde sich so ein Eiffelturm ganz gut machen. Was hältst du davon? Ja, das ist prima. Nein, Mann, dann mach mal eben die Arme in die Luft wie bei so einem ganz normalen Banküberfall, ne? Das kennst du ja, ne? Ja, nee, so eher die andere. Ich probiere mal, ob es geht, nicht, dass da was passiert. Können wir machen. So, wunderbar. Nee, lachen Sie nicht, das wollen Sie nicht sehen, wenn die rutscht. Ja, ne, wer weiß, wenn er oben schon sowas dreht, was er runterzieht. Lass die Arme hoch, wer hat denn gesagt, runter? Der Überfall ist doch noch nicht zu Ende. So, ich erkläre dir, was jetzt kommt. Ich greife hier rein, halte dich fest und dann ist Schluss. Ne? Nicht nach der Show. Oh, Herr Kurt, fass mich noch mal an. Herr Kurt, der ist verheiratet hier. Naja, das ist eine Scheinehe, wa? So. Also, Reinhard, ich bin jetzt hier oben, ne? Ja. So, also deine Hände auf meine Schultern, ne? Wunderbar, sehr schön machst du das. Ja? Ja. Oh, diese Hände sollten Sie mal fühlen. So herrlich butterig. Die haben noch keinen Hammer gesehen. Ne? Ja. Frau Wiese, ich habe Ihnen immer gesagt, suchen Sie nicht so einen Sesselpuppe auf. Okay, ist wunderbar. So, also. Soll ich die Handtasche nehmen? Nein, es geht schon los. Es ist mir nur gerade eingefallen. Wussten Sie, dass der Eiffelturm von Zehntausenden von Nieten gehalten wird? Hey, komm, wir gehen. Das ist komm, nein. Oh, nein. Oh, diese sensiblen Männer. Ja. So, also jetzt lass die Arme schön lang. Jetzt geht das los, ne? So, jo. Super. Jo, bleib schön dran. Zusammen ganz tief verbeugt, aber er hat so ein kleines Hüftproblem, deswegen müssen wir das für ihn machen. Ja. Nichts, die ganze arme Sau ist das. Kein Sinn. Und das ist doch wohl nicht wahr. Sie hat das Geld. Das macht ja auch Sinn, ne? Mann, kannst du denn wenigstens küssen? Ich mopp mich mal eben ein bisschen ab hier. Ja! Jo! Hat jeder gesessen! Man, der küsst ja wie eine Sau, ne? Easy! Dankeschön, das war wunderbar. Komm her hier, komm. Ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß immer, dass das kommt mit den Küssen, aber ich darf nichts sagen. Ich mach das gut, pass auf hier. Du kriegst noch ein Geschenk von mir. Ja, hier, was hab ich? Ah, magst du Hunde? Ja, ab jetzt magst du Hunde, pass auf, ja. Herr Kurt, Sie wollten das nicht mehr machen. Wieso nicht? Er hat das Sie doch gut gemacht. Hören Sie auf zu nörgeln, der hat ein Geschenk verdient, er hat das super gemacht. Wirklich nicht. Was der fängt immer mit den Klöten an.
Das stimmt überhaupt nicht, wenn ich so rumhalte. Es ist ganz egal, wie Sie es halten. Oh Gott, oh Gott. Überhaupt keinen Spaß mit Ihnen. Hier, guck, ich habe dir den Hund schon fertig. Das ist ein ganz besonderer. Das ist so ein Hund, der hat hinten keine Beine. Das ist so ein Hund zum Schieben. Herr Kurt, der Reimann, der hat's mit der Hüfte. Da können Sie ihm doch keinen Schiebehund machen. Puh. Hatte ich vergessen, Entschuldigung. Ja, nee, den kriegst du auch hinten Beine. Guck mal, und jetzt darfst du dir noch aussuchen, wie du es haben möchtest, weil wir sind ja große. Magst du Hunde mit kurzer Schnauze und langem Schwanz? Und wenn du nicht so auf lange Schwänze stehst, kurzer Schwanz und lange Schnauze. Das ist doch auch schön, ne? Wie willst du es haben? So ist es, halt ihn fest, ist noch nicht ganz so weit. Wir dürfen dich hier nicht rauslassen ohne, weil der ist ja in Deutschland, ne? So, ist ja, auch mit. Ach so, der ist lang, ne? Das ist doch nur ein Luftballon. Genau, ey. So, pass auf, halt den Kopf mal her zu mir, dann machen wir das fertig, weil es ist ja hier in Deutschland Leinenzwang. Und ist nicht, bei euch Leinenzwang, ja, ne? Nicht, dass du gleich Ärger kriegst, ja. Hier. So, lass mal los, den Hund. Guck mal, probier mal, ob es geht mit dir. Schieb mal. Ja, ja, super. Danke, du machst aus. Wunderbar. Super. Und nicht gleich alles Gute dir, ne? Ja. Lass sie nicht gleich irgendwo hinpinkeln, ne? So, ja, das war es jetzt von uns. Herzlichen Dank. Waren wir so mit dir beschäftigt, jetzt haben wir es fest vergessen. Wir haben das Finale, ja. Unser Finale. Okay, okay, okay. Das müssen wir jetzt. Da muss ich mal eben die Technik fragen. Haben Sie den Tiger da? Das wäre... Das ist er, das ist er. Ja, hau rein. Okay. Und alle Hände über den Kopf und... Super. Luise und Herr Kurz. Doch gut, dass ich es mitgebracht habe. Ne? Ich wusste es vorher auch nicht so.